Bert hat mich enterbt. Oh. Tja, nicht so tragisch. Mein Vater war bekannt für seinen Wankelmut. Wer weiß, vielleicht taucht auch schon bald wieder ein neues Testament auf, in dem ich dann alles erbe. Ich wünschte, ich wüsste, wie ich dir das alles leichter machen kann. Entschuldige, ich wollte nicht, ich wollte nur... Nein, nein, das ist schon gut. Leonard! Ja, für Hannes war es höchste Zeit. Ja, sicher sein. Dein Mittagsschlaf. Ja. Und du bist aus der Klinik entlassen? Heute Mittag, ja. Lars war so nett und hat mich abgeholt. Ja, schön, das. Ja, es freut mich. Wie hast du Hannes überhaupt wiedergefunden und wo hat er die ganze Zeit gesteckt? Tanja hat ihn nach Südamerika entführt. Tanja? Ja, sie hat den Tod nur vorgetäuscht. Hey, da bist du ja schon. Gibt's was Neues von Johannes? Das Flugzeug ist mitten über dem Atlantik vom Radarschirm verschwunden. Die haben die Suche zwar schon eingeleitet, aber was passiert ist und ob es Überlebende gibt... Glaubst du, dass man Dinge im Traum vorhersehen kann? Ich meine, wegen der Leiche. Du glaubst, das war Johannes. Sarah, das war ein Traum. Und es ist nicht gesagt, dass Johannes mit dem Flugzeug wirklich abgestürzt ist. Wie geht's denn, Leonard? Naja, das kannst du dir ja vorstellen. Ich habe versucht, ihn zu trösten, aber ich bin nicht an ihn rangekommen. Ich würde ihm so gerne helfen, ihm und den anderen. Johannes ist auch dein Vater. Ja, sicher. Aber wir kannten uns doch noch gar nicht so gut. Ja. Ist Jana eigentlich schon von ihrem Familientreffen zurück? Keine Ahnung, warum. Naja, ich meine, auch wenn die beiden Streit haben, ich glaube, sie ist die Einzige, die wirklich was für Leonard tun kann. Warum ist Flensburg nur so elend weit weg? Da hätten wir gleich bei Robin in Mexiko feiern können. Du hast doch sowieso die ganze Fahrt über geschlafen. Ja, das kommt davon, wenn man die halbe Nacht mit netten Jungs verquatscht. Aha. Ach, hat dir Fabian etwa nicht gefallen? So sehr auch wieder nicht. Trotzdem schade, dass er nicht mit seinen Eltern mitkommen konnte. Matthias und Katja müssen gleich hier sein. Also bitte räumt vorher euer Gepäck beiseite, ja? Ja, gleich. Ich setz erstmal Kaffee auf. Und ich richte das Gästezimmer her. Ach, da sind sie ja schon. Tag, Herr Brandner. Ist Jana auch schon wieder zurück? Nein, wir haben sie vorhin am Krankenhaus abgesetzt, ihr Dienst. Im Übrigen glaube ich nicht, dass sie Wert auf ihren Besuch legt. Es geht nicht um ja, mich. Ja, den Spruch kenne ich. Ein Lahnstein-Spruch. Wir denken an alle anderen zuerst, an uns selbst zuletzt. Papa. Ich wollte Jana eigentlich auch nur sagen, dass mein Vater wahrscheinlich mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Johannes. Wie oft bin ich diese Sekunden am Rheinufer in Gedanken durchgegangen? Wie Hannes ertrunken sein konnte, ob ich die Bremse am Kinderwagen wirklich angezogen hatte. Und jetzt lebt Hannes noch? Tanja hatte das alles perfekt geplant.
Hannes verschwinden zu lassen, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Da konnte niemand drauf kommen. Erinnerst du dich an ihre Prophezeiung auf unsere Hochzeit? Dass es unser letzter glücklicher Tag sein würde? Diese miese Schlampe hat wirklich alles kaputt gemacht. Unsere Ehe. Ich hätte sonst bestimmt nicht angefangen zu trinken. Sie wird im Gefängnis verrotten. Ansgar, man hat die Absturzstelle gefunden. Natalie. Was denn für eine Absturzstelle? Du hast es ihr noch gar nicht gesagt. Hallo, Jana. Bitte ruf zurück, wenn du das hier hörst. Hallo, du bist weg? Zu Konstantin. Vielleicht braucht er jemanden zum Reden. Ach, warte, ich komm mit. Dann kann ich kurz nach Carla sehen. Willst du nicht auch mitkommen? Ich? Nach Königsbrunn? Elisabeth könnte deine Unterstützung jetzt gebrauchen. Ach, Elisabeth hat jetzt wirklich andere Sorgen, als ihren Ex-Ehemann zu empfangen. Carla und ich sind auch geschieden und trotzdem fahre ich hin. Sie hat jetzt eine neue Familie. Außerdem haben wir Besuch. Hm? Na, was sag ich? Hey! Was ist denn Empfang? Na, da seid ihr ja endlich. Hallo. Hallo. Hat euch das Navigationssystem über München gelotst oder weshalb? Hallo. Habt ihr so lange gebraucht? Also dir etwas Sorgen gemacht, ne? Katja wollte unbedingt noch einen Schlenker durch die Altstadt. Ja. Ich brauchte mal wieder ein richtiges Bier. So lange, seitdem wir hier waren. Hast du von der Feierei in den letzten Tagen immer noch nicht genug? Meine Frau doch nicht. Lisa und ich, wir müssen leider noch mal kurz weg. Wir sehen uns später, ja? Ja, das hoffe ich doch. Ciao. Ciao. Haben wir die beiden in Flensburg so genervt, dass sie wieder eine Pause von uns brauchen? Ach was. Aber kommen wir irgendwie ungelegen. Wisst ihr was? Ich mache für uns erstmal eine schöne Portion Kaffee. Hm? Ja, bitte? Was willst du hier? Ich muss dir was sagen. Verschwinde. Ich will dein verlogenes Gequatsche nicht hören. Jana, bitte. Es ist wichtig. Es interessiert mich nicht. Es geht um Johannes. Er ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Was? Ist er? Noch weiß keiner was genaues. Aber es sieht nicht gut aus. Bisher sind nur Johannes Kinder informiert. Leonard wollte dich damit bestimmt nicht belasten. Ich weiß auch, dass du erstmal auf Abstand gehen wolltest. Aber er braucht dich jetzt. Willst du mir jetzt auch noch sagen, was ich zu tun habe? Nein, ich denk doch nur an Leonard. Schön, dass du das endlich mal zugibst. Halt dich aus meiner Ehe raus und kümmere dich um deine eigene. Und jetzt hau ab! Oh, fahr mal nicht runter. Ein Tod in der Familie reicht. Ja, ja, hast du noch mehr aufmunternde Bemerkungen auf Lager? Noch ist überhaupt niemand tot. Die Rettungskräfte haben noch keine Leiche gefunden. Tja, dann haben die Haie an der Abschutzstelle wohl ganze Arbeit geleistet. Sag mal, bist du jetzt komplett bescheuert? Was soll das? Was ist? Kannst du die Wahrheit nicht ertragen? Natürlich. Dir ist das natürlich alles scheißegal, hä? Oh, entschuldige, ich wollte natürlich Vaters Liebling nicht zu nahe treten. Vaters Lieblingssohn, der sich als Kuckucksei entpuppt. Sag mal, macht es dir eigentlich Spaß, auf den Gefühlen anderer rumzutrampeln? Bringt dir das irgendwas? Dein Zynismus ist doch bloß eine bescheuerte Mauer gegen deine eigenen Ängste. Du würdest es doch gar nicht ertragen, wenn dir mal jemand richtig wehtun würde. Deshalb hast du auch alle Schuld an Hannes Tod auf Natalie geschoben. Du hast sie völlig grundlos fertig gemacht. Sie sogar in die Alkoholsucht getrieben. Und das soll dir alles scheißegal sein? Was denn? Willst du jetzt den Eheberater und Psycho-Onkel spielen? Ausgerechnet du? Wer hat denn seine Ehe in Rekordzeit an die Wand gefahren? Dafür gab's doch sicherlich auch Gründe, oder?
Weißt du was? Dir ist nicht mehr zu helfen. Ich fliege nach Glasgow. Von da aus wird die Suche koordiniert. Lass mich das übernehmen. Du hast genug um die Ohren. Du kümmerst dich lieber weiter um die Firma. Das ist auch im Vaters Sinn. Hier auf dem Schloss gibt es auch genug zu regeln. Gut, in Ordnung. Carla? Ja? Bitte versprich mir, dass du deinen Vater wieder mit zurück nach Hause bringst. Das tue ich. Wo bleibt Ansgar denn? Ich glaube, der braucht einen Augenblick für sich. Er hat ja so seine ganz eigene Art, mit Hiobsbotschaften umzugehen. So. Hier ungefähr ist es passiert. Mitten im Atlantik? Bis zur nächsten Insel ist es total weit. Einer im Schiff Fischerboote haben Schwimmwesten und treibende Gegenstände aus dem Innern einer Flugzeugkabine gefunden. Heißt es, die Maschine ist beim Absturz zerbrochen, oder? Nein, nicht unbedingt. Auch bei einer geglückten Notlandung können die Sachen irgendwie ins Wasser gelangt sein. Das Wrack ist jedenfalls gesunken. Sie haben Personal, den Flugschreiber, sicherstellen können. Ja, vielleicht konnten die Besatzungsmitglieder und Johannes sich ja mit den Rettungswesten retten. Ich weiß es nicht. Wo sind sie denn dann? Die Suche hat doch gerade erst richtig begonnen. Carla fliegt heute noch nach Glasgow. Und was soll das bringen? Herrgott, wir müssen jede Chance nutzen, wenn sie noch so klein ist. Es hat alles keinen Sinn. Wie gesagt, bereiten Sie alles für meine Abreise vor. Gräfin Lahnstein, Sie haben Besuch. Susanne. Lisa wollte zu Konstantin. Der wird sich freuen, er ist gerade in die Küche. Okay. Wir haben von Sarah erfahren, was passiert ist. Wenn ich irgendwas für dich tun kann? Nein, im Moment nicht. Gibt's noch Hoffnung? Ich fliege jetzt gleich nach Glasgow, um das rauszufinden. Vor Ort erfahre ich sicherlich mehr. Soll ich dir so lange Sophia abnehmen? Nein, ich will die Kleine dabei haben. Ich werde ein Kindermädchen mitnehmen. Wie geht's Elisabeth? Nach außen hält sie sich bewundernswert. Oh, Susanne. Hallo. Ich muss los. Mach's gut. Ja, natürlich. Ich wünsche dir Glück. Johannes hat es bestimmt geschafft. Ganz sicher. Es hilft deinem Vater nicht, wenn du dich jetzt betrinkst. Wenn ich nüchtern bleibe, macht ihn das auch nicht wieder lebendig. So darfst du nicht reden. Noch ist doch noch gar nichts klar. Er hat bestimmt überlebt. Selbst wenn die Notlandung auf dem Wasser geklappt hätte, wäre doch bestimmt ein Notruf von den Piloten losgegangen. Vielleicht hatten sie dazu keine Zeit mehr. Weißt du, wie kalt der Atlantik um diese Jahreszeit ist? Er hätte keine 2 Stunden überlebt. Und wenn ihn irgendein Boot rechtzeitig... Er hat keine Chance. Dabei lief es gerade alles wieder so gut zwischen uns. Nach dem ganzen Scheiß mit Degenhardt. Wir konnten endlich wieder reden wie 2 normale Menschen. So, mehr ist nicht im Haus. Du bist ja der perfekte Hausmann.
Du wirst lachen, Katja. Ich kann sogar kochen. Wirklich? Und? Gibt's was Neues? Nein, leider nicht. Man weiß zwar jetzt, wo das Wrack liegt, aber was mit den Insassen passiert ist. Arme Elisabeth. Diese Ungewissheit muss ja furchtbar für Sie sein. Und zu der Angst kommt, die Verantwortung für die ganze Firma und das Schloss hängt jetzt an ihr. Ich werde mich bei ihr melden, sobald es geht. Ich bin gleich wieder da. Ist vielleicht doch besser, wenn wir uns ein Hotelzimmer nehmen. Noch Unsinn, soweit kommt es noch. Auf dem Schloss habe ich jetzt wirklich nichts zu suchen. Ach Quatsch. Arno ruft morgen bei Elisabeth an. Vielleicht hat sich die Situation auch schon wieder geändert. Entschuldigung. Hallo? Brandner hier? Nein, nein, ich bin bei meinem Cousin in Düsseldorf. Ja? Was soll das heißen? Ja, aber er hat doch gesagt, dass er das ganz genau durchgerechnet hat. Was bedeutet das für uns? Gottes Willen. Na du, ich muss das jetzt wieder ausmachen. Gerne. Sag mal, es sieht hier irgendwie ganz anders aus. Habt ihr umgebaut? Daran merkt man, wie viele Jahre ihr nicht mehr hier wart. Eher Jahrzehnte. Ist richtig schön geworden. Hm, findest du? Mhm. Schatz, wer war dran? Das war Finke, Kollege von der Tiefbauabteilung. Etwas nicht in Ordnung? Doch, doch. Alles im grünen Bereich. Solange noch Kaffee da ist. Na, kommt sofort. Magst du auch noch? Gerne. Wir müssen sofort losfahren. Die Firma ist pleite. Was? Ja, Finke hat es mir gerade erzählt. Der Chef hat sich mit dem Autobahnprojekt vollkommen verkalkuliert. Oh, das habe ich dir schon immer gesagt. Dein Chef war noch nie eine Leuchte im Rechnen. Na, wie auch immer. Die Situation ist sehr bitter. Also etwa die Firma ist nicht mehr zu retten? Alle Mitarbeiter stehen auf der Straße. Am besten, ich suche mir gleich morgen einen neuen Job. Aber wenn wir jetzt losfahren, dann kommen wir noch rechtzeitig. Aber warum das denn? Ich habe doch gesagt, es ist kein Problem, wenn ihr hier seid. Oder ist was passiert? Auf dich auf. Und du auf dich? Immer. Ich brauche dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du kommst zurück. Du musst einfach. Natalie. Wenn du möchtest, dann kannst du auch hier bleiben. Nach Hannes Verschwinden, du hast eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Ich hätte mich mehr um dich kümmern und mehr auf Ansgar einwirken müssen. Wenn sich jemand entschuldigen muss, dann bin ich das. Ich habe der ganzen Familie schwer geschadet, nur weil ich so verzweifelt und so wütend auf Ansgar war. Nein, trotzdem. Elisabeth, ich hatte in der Klinik viel Zeit zum Nachdenken. All die Streitereien in den Monaten davor, die Kämpfe mit Ansgar, die Rachegedanken. Und wo hat es hingeführt? Tja, alle Beteiligten haben sich nur gegenseitig fertig gemacht. Und sich selbst am meisten. Ja. Was für eine Zeitverschwendung, oder? Zeit, die man besser dafür nutzen sollte, um für die Menschen da zu sein, die man liebt. Tja, es ist nicht leicht, eine gute Stelle zu finden heutzutage. Naja, also so alt bin ich auch noch nicht, ne? Ich könnte dir ein Angebot machen. Ja, gute Leute
kann ich immer gebrauchen. Was? Hierher nach Düsseldorf? Oh, da müsste ich morgens viel zu früh aufstehen. Nein, 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 nein. Ja, ihr müsstet natürlich hierher ziehen. Das ist sehr nett von dir, Arne. Aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso eigentlich nicht? Wir haben uns doch früher hier immer wohl gefühlt. Hallo, darf ich dich daran erinnern? In Flensburg haben wir 3 Kinder und ein Haus. Hm? Ein Haus kann man erst mal vermieten. Und die Kinder sind erwachsen. Ja, aber an dem Haus, da habe ich jahrelang rumgearbeitet. Und außerdem ist es noch gar nicht abbezahlt. Es war ja nur ein Vorschlag. Lasst es euch erst mal durch den Kopf gehen. Nicht? Na was denn? Hätte ich das nicht tun sollen? Doch, doch. Ich finde es schön, dass du Matthias hilfst. Aber? Kann es sein, dass er dir im Moment gerade recht kommt, damit du etwas anderes verdrängen kannst? Dass Elisabeth deine Unterstützung jetzt braucht? Johannes ist noch nicht mal gefunden. Da steht sein alter Rivale schon vor der Tür und tröstet seine trauernde Frau. Ich bitte dich, wie sieht denn das aus? Ich glaube kaum, dass Elisabeth das so sieht. Sie ist dankbar für jeden Beistand. Ach komm, Papa, jetzt vergiss einmal deinen Stolz. Elisabeth kann jede Unterstützung gebrauchen. Elisabeth von Landstein,